Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Yakuza Zero, wo wir nach einer relativ langen Zeit jetzt wieder in die Haut von Kazuma Kiryu zurückgekehrt sind und Kamurocho auf den Kopf stellen. Da werden wir nämlich immer noch von der Dojima-Familie gejagt oder beziehungsweise eigentlich vom Hojo-Clan an sich, ne? Also, schon die Dojima. Jawohl, das ist ja schon so ein bisschen vermischt. Die Dojima-Familie ist ja Teil des Hojo-Clans. Ist also relativ schwer einzuschätzen, wie weit nach oben diese Hetzjagd tatsächlich geht. Ich möchte heute auf jeden Fall einige Sachen erledigen. Zum einen, warte mal, Karte. Zum einen würde ich gerne anfangen, unsere Immobilien wieder auszubauen. Ich gucke nur gerade, welche wir uns als allererstes holen. Ja, gut, okay, dann bin ich ungefähr weiß, wo wir jetzt hin müssen. Denn unsere, unsere Einnahmen sind angekommen, aber wenn wir uns jetzt vorher noch eine Immobilie kaufen, in beiden Gebieten, dann aktiviere ich die nächste Story-Sequenz und bin einfach nur dumm. Ach, scheiße, kann man sich ärgern. Naja, ist egal. Das Kazuma Familienbüro. Dann machen wir halt erstmal die Story weiter, was soll's. Aber wenn Kashiwagi-san mich jetzt aufnehmen würde, hätte die Kazuma-Familie offiziell den Patriarchen Dojima betrogen. Alles, was das erreicht, ist, dass Kashiwagi-san Probleme kriegt. Ich kann diesmal nicht zu ihm laufen und um Hilfe bitten. Ich war doch einfach nur durch. Timmy! Bra! Das ist ein scheiß Ernst. Mann, das ist voll scheiße. Wenn man gejagt wird, kann man nicht mal seinen eigenen Geschäften nachgehen. Wir sollten was wegen dieser Jagdgeschichte unternehmen, Kiryu. Was hältst du denn davon? やっぱりキリュウさん。で、ちょっとどうしたの？血が出てる。怪我してるの？大丈夫？ああ、大した怪我じゃねえ。何があったの？いいんだ、何でもない。それよりもう言ってくれ。あんたも俺と一緒にいるとまずいことになる。分かってる。 堂島組に追われてるのね。だったらうちの店に来て行くとこないんだしょ。ダメだ、あんたに迷惑がかかる。俺のことはほっといてくれ。そんなこと気にしないで、ほっとけない。錦山君の兄弟分を見捨てるなんて。アイスとあの兄弟の縁を切った。え？あんたも俺に構うな。 巻き添えにしたくない。そんな風に言われて引っ込めると思う？あんまり舐めないで。来ないんだったら今ここで大声あげる。本気よ。こんなとこにいれば、すぐ見つかる。お願いだから、これ以上時間かけさせないで。いい？私は先に行って店を閉めるから、桐生さんは少ししたら後から来て。目立たないように裏口から入るといいわ。ああ。
必ずよ。レーナ、すまない。謝るのはそれで最後にしてね。So, okay, jetzt sind wir im Public Park 3. Na, ganz in der Nähe von da, wo ich hin wollte. Na gut. Ja, quasi wieder da, wo wir heute angefangen haben. Toll. Dann versuche ich es doch jetzt nochmal. Also ja, ich werde die Story weiterführen noch. Weil es keinen Sinn macht, jetzt hier groß irgendwelche Minispielchen zu starten oder sonst was, während wir gejagt werden. Aber ich will zumindest das Immobiliending will ich nebenbei weiterschreiben. Weil das sowieso schon so lange dauern wird. Gut, da kann ich viel mehr Offscreen machen als bei Majima. Obwohl, bei Majima kann ich auch viel Offscreen machen. Sagen wir, ich kann es viel mehr laufen lassen, ohne mich aktiv am Geschehen beteiligen zu müssen. Habe ich gerade 1 Million Yen bezahlt für einen Matsutake, den ich für 12.000 Yen bei unserem Kumpel kaufen kann. So, wir müssen jetzt erstmal hier rüber in das Gebiet vom, welcher ist denn das? Ist das der Pleasure oder der, nee, das ist der Pleasure King, ne? Der Gambling King ist oben. So. Da kommen uns welche entgegen. Das ist doch unser Verbündeter? Ja, ne? Toll. Oh, ist das unser Sicherheitsexperte gewesen? Oh, jetzt lasst mich doch immer durch. Mann, ey. Porter Latin. Die Hauptattraktion dieses Telefonclubs sind die billigen Raten. Ist das das, was ich suche? Das ist tatsächlich das, was ich suche, jawohl. Das ist das Billigste. Und ihr seht, die Preise gehen echt in die Höhe. Aber wenn ich mir in beiden Gebieten was kaufen will, muss ich mit den billigen Sachen anfangen. So, als nächstes
Dann müssen wir nämlich nach oben links zum Gambling King. Der Gambling King ist hier oben. Hier beim Bowling Center in der Nähe. So, da hatte ich mir auch schon eins ausgesucht. Wie viel Geld haben wir noch? Wartet, 2,77. Oh, da können wir ja sogar... Da haben wir relativ freie Auswahl. Es gibt nicht viel, was teurer ist, als wir uns leisten können. Na gut, erst mal Richtung Bowling Center. Ist das Shakedown, läuft da oben rum? Okay. Ist jetzt vielleicht nicht so mega schlau, durch die Stadt zu rennen, um die Sachen zu kaufen, aber ganz ehrlich. Ich verstehe auch nicht, warum wir das nicht über so ein, warum wir nicht einen Agenten schicken können, aber mein Gott, dann halt nicht. So, hier müssen wir rein. Da kommen uns wieder welche entgegen, die müssen wir kurz auseinandernehmen. So. Entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung, wir ziehen sofort weiter. Hier auf der Ecke müsste das sein. Das hier? Hier auf der Ecke auf jeden Fall irgendwo. Dann wahrscheinlich das. Pachinko New Cosmos. Ein bisschen kleiner, aber beliebt für seine einzigartige Auswahl an Pachinko-Maschinen. Nehmen wir. Ach, genau. Wenn er wieder aufstehen würde, ne? So, komm her, du. Und jetzt du, ja? Das kann doch nicht wahr sein. Ständig schneller bewegen als ich. Also ja, doch, kann durchaus sein. Ich benutze ja den langsamsten Stil von allen. Aber es ist halt irritierend. Okay, ich habe beim letzten Mal gesagt, dass wir Bacchus helfen. Da werden wir auf jeden Fall noch vorbeischauen. Und dann geht's ab ins Serena, würde ich sagen. Entschuldigung. Weil, wie gesagt, zu viel Zeug nebenher machen, macht aktuell einfach keinen Sinn. Im Zweifelsfall müssen wir das nächste Mal, wenn wir eine wirkliche Atempause in der Geschichte haben, dann halt mehr machen von dem optionalen Zeug, bevor wir mit der Story weitermachen. So, hier fängt gleich wieder los. Aber Kirio kriegt so viel schneller Geld, beziehungsweise das Geile an Kirios Ding ist halt, gut, Majimas macht mehr Spaß, aber Kirios ist effizienter, weil du andere Sachen machen kannst, während du auf dein Geld wartest, ne? Na, 金投入だ。これでどうだ。<笑>
Das war jetzt nicht so schwer. So. Ihr seht, Hayashi Construction ist auf voller Power. Quartier Latin. Da schicken wir jetzt einen Berater hin. Was ist denn das? Liebe? Dann können die gleich wieder los hier. Auf geht's. Ich kann das auch so ein bisschen offscreen laufen lassen dann, aber ich wollte das jetzt hier... schnell mit euch zusammen machen. Alter, wenn nicht mal Miracle Johnson ausreicht, ne? 21 Millionen ist natürlich auch krass. Okay, ist das auch erledigt. Jetzt gehen wir zu Bacchus und dann gehen wir ins Serena. Und dann ist die heutige Folge wahrscheinlich auch schon wieder vorbei. Bacchus machen wir auch nur, weil das halt direkt hier bei unserem Versteck war. Auch wenn wir jetzt quer durch die Stadt gerannt sind, ist mir egal. Hey, Ball! Was wir fertig haben, haben wir fertig. Und das ist eine der wenigen Sachen, die aktuell wirklich Sinn macht. Eigentlich hat noch nicht mal dieses Immobiliending Sinn gemacht gerade. Hey, Boy! Bereit, ein paar Moves zu lernen? Okay. Du hast ein paar mächtige Kombinationen zur Verfügung. Ein bisschen polieren und du wirst unaufhaltbar sein. Polieren? Was meinst du damit? Ich habe ein paar echt mächtige Rückhandschläge gesehen, aber ich denke, du kannst das sogar noch stärker durchziehen. Ich nenne es Power Finish. Das ist ein ziemlich gewöhnlicher Name. Es ist ein Finisher. Den behält man am besten simpel. Schätze schon. Hey. Bist du Bacchus? Der Name ist... Ah, perfektes Timing. Schau mal, was wir hier haben. Ein weiterer Hitman, wette ich. Was? Schau mal, ob du diesen Typen mit dem ausschalten kannst, worüber wir gesprochen haben, Boy. Wenn ich ihn mir so anschaue, dann sollte das eine Kleinigkeit sein. Ja, ich versuch's. Hä? Ich werde dich diese Worte fressen lassen. Wart's nur ab! Essence of Finishing Blows. Diese rücksichtslose Attacke wird durchgeführt, nachdem man einen Rückhand-Finishing Blow gemacht hat. Heißt was? War's das? Okay. Der ist ja wirklich ganz geil. Den werde ich dann wahrscheinlich relativ oft auslösen. Einfach weil das meine Standard-Kombo ist, die ich sowieso immer mache. Was? Alter! Überraschung, den kennst du doch schon.
Okay, der Brawler erweist sich als relativ mächtiger Stil, im Gegensatz zu Majima Stark Stil. Wie kann er immer noch atmen nach dem Ganzen, was er da eingesteckt hat? Der muss so hart wie ein Panzer sein. Hier. Sieht aber ganz so aus, als hätte der Kampfeswille ihn verlassen. Der muss nicht noch weiter überzeugt werden. Für einen Hitman nimmt er das eigentlich relativ gut auf. Ich bin kein Hitman. Ich wurde vom Raymond-Kartell geschickt. Hm? Raymond-Kartell? Was ist das denn? Das findest du schon bald genug heraus. Bacchus hier kann dir alles darüber erzählen. Ich sehe dich später. Kazuma Kiryu. Oh, der wusste sogar, wer wir sind. Oha. Woher wusste er meinen Namen? Was ist hier die Geschichte, Bacchus? Ich bin noch nicht bereit, es dir zu erzählen. Hey. Wenigstens wissen wir jetzt, wer diese Auftragskiller schickt. Und dass mein Leben nicht in Gefahr ist. Außerdem haben wir noch mehr Training vor uns. Bis zum nächsten Mal. Aber wir haben unser Training abgeschlossen, Bacchus. Ich kann dir nichts mehr beibringen, Boy. Herzlichen Glückwunsch für deinen Abschluss. Das ist es dann also, hä? Es ist alles vorbei. Sag mal, Boy. Was würdest du davon halten, dem Kampf dort eine echte Chance zu geben? Ich denke, du wärst ein großartiger Boxer und ich würde es wissen. Das schon wieder. Hör mal zu, Bacchus. Oh, was? Warum willst du aus mir unbedingt einen professionellen Kämpfer machen? Weil ich die Grundlagen eines Champions in dir sehe. Wenn du die Arbeit investierst, ist der Himmel die Grenze. Du könntest in Geld schwimmen. Ich bin mir sicher, es gibt jede Menge Leute, die das hinkriegen könnten. Nun, ja und nein. Ich gebe zu, ich habe ein Auge für Talent. Ich sehe, wie sich das Talent auf der ganzen Welt erhebt. Warum also ich? Dein Potenzial ist größer als das von diesen Affen. Die Kinder, die ich trainiere, müssen in der Lage sein, auch auf der Straße zu überleben. Aber warum ein Straßenkampf? Nichts davon trifft auf einen Ring zu, wo es tatsächliche Regeln gibt. Das trifft nur dann zu, wenn du davon ausgehst, dass alle deine Kämpfe im Ring stattfinden. Nani? Was soll das denn bedeuten? Ich sag's dir, Kid. Das meiste von dem Geld, das ich besitze, habe ich von der Mafia geliehen. Und die spielen nicht nach den Regeln. Die Mafia? Du hast Geld von Kriminellen geliehen? Kein Wunder, dass sie dich um die halbe Welt jagen. Ich kann das erklären. Weißt du, ich habe früher ein Fitnesscenter geleitet, wo ich junge, vielversprechende Boxer trainiert habe. Eines Tages ist einer meiner Kämpfer gegen einen Typen angetreten, den die Mafia in der Tasche hatte. Natürlich gab es jede Menge Wetten unter der Hand. Sie haben drauf gewettet, hä? Mein Junge war ein Nobody. Und zur Überraschung von allen kam er aus dem Nichts und hat den Typen umgehauen. So hat es alles begonnen. Das erinnert mich so ein bisschen an Pulp Fiction gerade. Du hast den Mob angepisst. Als erstes haben sie den Typen rekrutiert, den ich trainiert hatte, und ihn in ihr eigenes Trainingslager gesteckt. Ich meine, das war schockierend, aber was hätte ich denn sonst tun sollen? Sie konnten ihm viel mehr Geld anbieten, als ich es jemals hätte tun können. Ja, das ist eine
Relativ übliche Geschichte in der Welt des Sports. Als nächstes löst sich mein Fitnesscenter buchstäblich in Rauch auf, wegen einem Feuer, das durch einen Gasleck verursacht wurde. Mein Herz war gebrochen. Nani? Moment, Sie haben dein Fitnessstudio niedergebrannt? Ich war am Boden, aber noch nicht ausgezählt. Dieses eiserne Herz hier hat sich Geld geliehen, um das Fitnessstudio wieder aufzubauen. Ich hab's bei einer Finanzfirma versucht, die vollkommen legal war. Aber die Mafia hat ein bisschen Druck ausgeübt. Und plötzlich waren sie diejenigen, denen ich Geld schuldete. Der Mob hat also deine Schulden von der Bank ausgekauft. Und deswegen schuldest du ihnen jetzt das ganze Geld? Yep. Hätte echt nicht gedacht, dass sie so weit gehen würden, um sich an mir zu rächen. Von da ging alles bergab. Die Mafiaschläger tauchten jeden Tag in meinem Studio auf und haben mein Klientel eingeschüchtert, bis ich nicht einen einzigen Boxer übrig hatte. Was hast du getan? Du kannst es ja ausrechnen. Keine Kämpfer, keine Stunden, kein Geld. Geld, keine Kämpfe, keine Titel, gar nichts. Ich war erledigt. Ich hatte nur noch einen Hoffnungsschimmer in diesen dunklen Zeiten. Und das war dieser eine Junge, der zu mir gehalten hat. Durch dick und dünn. Ja. Er hatte es sich in den Kopf gesetzt, diesen Titel zusammen mit mir zu gewinnen. Eines Tages war er unterwegs, seinem alltäglichen Job nachgegangen. Straßenarbeiten. Und dann wurde er überfallen. Niedergestochen. Er hat's nicht geschafft. Sag mir nicht, dass die Mafia da auch hintergesteckt hat. Ich schätze, es war einfach nur Pech kombiniert mit einem grausamen Schicksal. Aber dann tauchte ein Mafia-Anwalt auf, um den Killer zu verteidigen. Jetzt verstehe ich, warum du unbedingt wolltest, dass dein nächster Kämpfer sich auch mit Straßenkämpfen auskennt. Ja, ja. Aber was hast du getan, um sie so aufzuregen? Diese Wettgeschichte ist doch nur einmal passiert, richtig? Ich verstehe nicht, warum sie dich deswegen bis ans Ende der Welt jagen. Tatsächlich ist mir das erst vor kurzem bewusst geworden. Sie wollen mich nicht tot. Sie wollen mich lebend. Für meine Dienste. Das verstehe ich nicht. Es hätte mir viel früher klar sein müssen. All die Talente, die ich gefunden hatte, haben Verträge mit diesen Mafia-Bastarden geschlossen. Du denkst, ihr Ziel ist es, die ganzen talentierten Kämpfer, die du findest, einzustellen? Das würde am meisten Sinn machen. Vielleicht können die Typen, die da hinter dir stehen, uns das ja erklären. Jetzt, ja. Ihr arbeitet für den Mob, hä? Das ist richtig. Ich gehöre zum Raymond-Kartell, östliche Division. Warum nennt ihr es nicht so, wie es ist? Mafia. Wenn ihr nicht hier seid, um mich umzubringen, dann seid ihr hinter dem Jungen her, hä? Exakt. Die Auftragskiller wurden hierher geschickt, um Kazuma Kirios Wert zu prüfen. Aber heute seid ihr alle zusammen hier. Und das bedeutet, er hat eure Prüfungen bestanden. Ihr seid hier, um ihn mit euch zu nehmen. Kazuma Kiryu. Wir haben das Hauptquartier bereits darüber in Kenntnis gesetzt, dass Bacchus dich als seinen Top-Kämpfer betrachtet. Das ist das Erste, was ich davon höre. Wann genau hat Bacchus euch das denn erzählt?
Das musste er nicht. Er nennt nur seine talentiertesten Leute Boy. Du bist erst der Zweite, der diesen Titel verdient hat. Das reicht, um dich in unseren Augen zu einem primären Kandidaten zu machen. Ah. Ihr habt mich durch die Welt ziehen lassen, nur damit ihr euch wie ein Geier auf jeden stürzen könnt, den ich Junge nenne. Die Wahl liegt bei dir, Kazuma Kiryu. Entweder du verhältst dich schlau und unterschreibst bei uns, oder auf gar keinen Fall. Du möchtest das vielleicht nochmal überdenken. Stolz wird deinen Tod bedeuten. Ich schlage also vor, du schluckst ihn herunter. Hä? Ich habe aber Nein gesagt. Du bist ein harter Verhandlungspartner. Wie wär's damit? Du kommst mit uns und wir lassen Bacchus am Leben. Wir lassen den alten Idioten einfach von dann ziehen. Ich weiß schon, dass ihr ihn nicht verletzen werdet. Ihr würdet doch eure goldene Gans nicht einfach hinrichten, die dem Hauptquartier so wichtig ist. Schluss jetzt mit den leeren Drohungen. Das passt zu einem ehemaligen Yakuza, das zu durchschauen. Ich schätze, die Tricks werden hier nicht funktionieren. Aber diesmal kämpfst du gegen 5 von unseren Besten. Wenn dein Leben auf dem Spiel steht, verstehst du doch sicher, dass unser Angebot zu akzeptieren deine einzige Möglichkeit ist. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht zu euch Typen durch. Also lasst mich eine Sache klarstellen. Ihr seid diejenigen, die ihr Schicksal entschieden haben, in dem Moment, in dem ihr diese verdammte Gasse betreten habt. Und jetzt hört endlich auf, damit euren Atem zu verschwenden und fangt an! Okay, dann auf deine Art. Wenn du dich dem Mob in den Weg stellst, wirst du ausgelöscht. Das könnte unangenehm werden. Der eine hat sogar ein Gewehr. Die haben alle Waffen. Igitt! Kann ich den Stil wechseln? Nein, natürlich nicht. Vielleicht muss ich nebenbei. Einmal regenerieren, ja? So, da waren es nur noch wir beide Bursche. Hier, Überraschung! So schlimm waren die gar nicht. Ich habe mehr erwartet, tatsächlich. Ihr konntet mich nicht rekrutieren und ihr konntet mich nicht töten. Ihr habt Klingen und Waffen mitgebracht und trotzdem habt ihr versagt. Am besten hört ihr einfach auf. Du hast den Kampf gewonnen. Aber nicht den Krieg, wir kommen wieder. Ja, versuch's mal. Naja, damit wäre das erstmal erledigt. Was wirst du jetzt tun, Bacchus? Oh. Wie sieht's aus? Willst du dich mir nicht auf unserer Welttour anschließen, Boy? Bade im Rampenlicht und bekomme einen Champion-Kämpfer. Da kannst du jede Menge Cash mit verdienen. Interessiert dich das überhaupt nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann mir diese Art von Leben einfach nicht vorstellen. Aber ich weiß, dass es nicht das ist, was ich jetzt tun sollte. Ach ja? Ein Mann, dem ich mein Leben verdanke, ist in Schwierigkeiten. Ihm zu helfen, ist meine erste und einzige Priorität. Ah. Klingt ganz so, als ob nichts, was ich sagen könnte, deine Meinung ändert. Okay, ich verstehe schon. Ich nerv dich damit nicht mehr. Ich denke, ich werde Japan verlassen. Zumindest bis du mit dem fertig bist, was du tun musst. Hm. Wo wirst du als nächstes hingehen? Zurück in die Staaten.
Wie es aussieht, hat die Mafia ein Auge auf mich geworfen. Also kann ich Sie genauso gut meinen nächsten Auswahlmöglichkeiten vorstellen. Aber spielt Ihnen das nicht direkt in die Hände? Ja, ist besser, als wenn dir ständig Assassinen am Arsch kleben. Und wenn es einen jungen Kämpfer mit einem Traum da draußen gibt, dann kann ich den wahr werden lassen. Den Zug der Mafia zu deinen Vorteilen nutzen, hä? Das ist schlau. Nun, ich schätze, ich schulde Ihnen was, also warum sollte ich Ihnen nicht ein bisschen aushelfen? Nun, ich hoffe, du findest ein paar Champions. Naja, du hast noch jede Menge Jugend übrig, Boy. Wenn du jemals den Pfad des Champions wandern möchtest, lass es mich einfach wissen. Sicher, verstanden. Tschüss, Bacchus. War mir eine Ehre. See ya. Ah, I'll be seeing you then, boy. Das war interessant. So, es gibt Schwierigkeiten beim Einsammeln. Da oben gibt es Schwierigkeiten. Hier unten auch? Nee. Gut, dann kümmern wir uns da mal als nächstes drum. Diese Bacchus-Geschichte ging länger, als ich dachte. Und da ich vermute, dass die Story-Sequenzen da relativ lang gehen, würde ich die gerne auf den Anfang der nächsten Folge verschieben dann. Das heißt, wir kümmern uns jetzt nochmal um unsere Immobilien. Der letzte. Da. Müssen wir noch irgendwo essen gehen? Können wir mal gucken, was wir da noch so übrig haben dann. Aber erstmal kümmern wir uns um die Probleme. Damit das mit dem Geld klappt hier. Da sind die Typen. Machen wir sie fertig. Bist du nicht der Typ von Yamanois Platz? Büro, wie auch immer. Könnt ihr bitte aufhören, bla bla. Du bist im Haus des Gambling Kings. Ja, ja, wie auch immer. Du bist also Stress machen hier. Dama. Also teilweise frage ich mich echt, was Kirio da macht, wenn er dann durch die Luft schlägt. Der geht auf Abstand. Ach, das nervt. Dies nervt teilweise schon das Fitzeli, was die da machen. Jackpot. Okay. Vor allem das ist ja mit. Ist ja ein sehr lukratives Areal hier, ne? Ja. So. Essen. Also gucken wir mal in unsere Completion List.
doch. Wo müssen wir denn noch? Yoronotaki. Guck mal, da waren wir noch gar nicht. Wo ist denn Yoronotaki? Shellac, Earth Angel, Kanrai, Sushi Gin, Café Alp, Yoronotaki, ach. Okay. Dann gehen wir da was essen und dann gehen wir ins Büro. Wie viele Punkte haben wir? 24. Yoronotaki, eine Straße weiter noch. Wir können uns doch immer noch relativ frei auf der Straße bewegen hier, ne? Überraschenderweise. Dafür, dass man uns jagt, geht das echt gut. Der nächste ist der mit dem Messer hier. Mit dem großen Messer. Der letzte ist du da, ne? Boom. Versuchen die auch noch mir Stress zu machen, das ist ja schon fast niedlich. Ich glaube, unser Level ist einfach viel höher als das, was das Spiel an diesem Punkt antizipiert hat. Wo ist denn dieser Fressladen? Ist das der hier? Ja. Yoronotaki. Bisher so komplett an uns vorübergegangen, ne? Ja, da fressen wir uns doch jetzt einmal quer durch die ganze... Das ganze Angebot, würde ich sagen. Ach, Getränke kann man nur eins. Ach du Scheiße. Das heißt, wir müssen relativ oft kommen, um das hier alles wegzufuttern. Aber guck mal, das andere kann man schon mal nehmen. Das sind komische Preise, oder? Na gut. Da sind schon leckere Sachen dabei, oder? Das ärgert mich, dass ich nur ein Getränk bestellen kann auf einmal. Dann muss man ja hier doch 14 Mal hin. Oder 12 oder was das war. Müssen wir im Hinterkopf behalten. So, ich sehe zu, dass ich jetzt in unser Büro komme. Ach Mist. Alter, auf bestimmte Ziele zu zielen ist nicht so leicht. Kann ich schon wieder essen gehen? Das ist ärgerlich.
Alter Kirio! Ich habe voll gelohnt, meine Lebensenergie aufzuladen jetzt. Egal. Ich ärgere mich einfach lieber und laufe ins Büro. Wie weit sind denn die Timer? Sind alle soweit? Okay. Das ist gut, dann können wir das ja jetzt schnell nochmal zusammen machen, bevor wir zum Ende kommen. So, die ersten beiden Gebiete können wir ja ohne Probleme. Da kann nichts mehr passieren, tatsächlich. Das war jetzt relativ entspannt. So. Ja, schicken wir wieder Miracle hin. Der ist so unglaublich teuer, aber auch unglaublich effektiv. Umso schneller haben wir da hochgepusht. So, ihr kriegt das hin hier, ne? Jawohl. Solange ich da den ersten Block nicht verliere, es macht mir überhaupt nichts aus. Also, die geben mir einfach zusätzliche Prozente in ihren jeweiligen Arealen. Das ist ja relativ entspannt eigentlich. $28 Millionen, jawohl. Die Sicherheit ist auf S. Da kann nicht viel passieren, glaube ich. Gib's ihm! Ah, inzwischen kommt hier einiges an Kohle zusammen für jeden Durchgang. Ich würde sagen, wie Kirios Geschichte weitergeht, das sehen wir dann gemeinsam in der nächsten Folge von Yakuza Zero. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.